Was soll ich da sagen? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ah, was gehört? Ja, er soll sehr gut aussehen. Dr. Arndt, Julia Berger, Assistenzärztin. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Und Sie, Frau Berger, haben gleich mit mir Visite. Ja, Sie haben vollkommen recht. Nicht da. Nein, nein, Sie haben recht. Mit dem Mädchen stimmt was nicht. Und jetzt haben Sie mich erwischt. Ja. Nicht heißt, dass ich Sie verraten werde. Bis auf eine Sache. Die ist nicht wie immer. Ist nichts Dramatisches. Nur... Doch. Doch, irgendwie ist es dramatisch. Ein bisschen. Es geht um Julia Berger. Du bist verliebt. Das Gehirn eines Embryos entwickelt sich erst in der 22. Woche. Das Herz schlägt schon ab der 4. Es braucht keinen Verstand. Schlägt einfach. Der andere Mann. Ich dachte, das ist nichts Ernstes. Also heißt es, bye bye, Erik. Nein, so einfach ist das nicht. Ich kenne Erik, seit ich 6 Jahre alt bin. Wir sind irgendwie unzertrennlich. Die Erfahrung fehlt mir komplett. Und Mr. Unbekannt, was sagt der dazu? Er will eine Beziehung. Er will ganz oder gar nicht. Okay. Und du? Naja, also wenn ich mit ihm zusammen bin, dann will ich das natürlich auch. Dann ist alles ganz klar. Aber sobald ich Erik sehe... Es ist sehr einsam. Jeden Abend allein auf dem Sofa zu sitzen. Zu viel Verstand. Zu wenig Herz. Mach das besser als ich. Halt das Glück fest, wenn es vor dir steht. Hast du es ihm gesagt? Jetzt ist alles so kompliziert. Ich hätte es Erik einfach von Anfang an sagen sollen. Hättest du nicht. Du gehörst zu Erik. Wieso sagst du das? Julia, du bist mir wirklich sehr wichtig, aber... Ich hab das alles schon mal durch. Du willst dich nicht trennen und so funktioniert das nicht. Funktioniert für mich nicht. Wirklich ein großartiges Team. So wie sie zusammenarbeiten, merkt man gleich, dass sie wie füreinander gemacht sind. Ich meine, manchen Leuten ist es ja zu viel, aber ich finde es toll, wenn man privat und beruflich so gut harmoniert. Dr. Arndt und ich sind kein Paar. Er ist mein Chef und das ist alles.